Vis-à-vis von meinem Fenster steht Sebastian in the rain. Er steht da täglich Stunden, ich kann ihn rauchen sehen. Er wartet da auf niemand, ich seh's in seinem Blick. Bloß was steht er da dann lange, steht da blutjung und schick. Vielleicht weil es dich nur als den einen gibt, hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Sebastian, never mind, solange sich deine Situation in meine Richtung neigt. Er weiß davon Bescheid. Ja, alles ist besonders, alles unendlich weit. Wenn er so durch die Stadt fährt, ist ganz Berlin allein. 100.000 Strangers fallen auf ihn ein. Vielleicht weil dich nur als den einen gibt, hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Stefan, never mind, solange sich deine Situation in meine Richtung neigt. Und Thomas hatten wir ja schon, ich glaube es war 2006. Für ihn steht nichts mehr Veränderung, heute stehen die Zeichen auf Success. Er ist im Großen und Ganzen jetzt immer on the run. Er fängt im Großen und Ganzen täglich von vorne an. Vielleicht weil es dich nur als den einen gibt, hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Thomas, never mind, solange sich deine Situation in meine Richtung neigt. Soll ich sagen, Mr. Blue? Er ist mehr alleine als einsam. Er braucht die Zeit, um auszuruhen. Von den Troubles, die ihn beuteln, durch den Tag und durch die Nacht. Als volle Form endgültig Function hat er sich zum Loch gemacht. Vielleicht war er dich nur als den einen gibt, hinter dem das viele liegt, bist du fürchterlich verängstigt. Aber Christian, never mind, solange sich deine Situation in meine Richtung neigt. Thank you.
wie sich das so gehört. Ich lerne langsam sprechen und dass man sich nicht selbst zerstört. Doch vielleicht sollte ich davon gar nicht lassen. Es hat ja alles keinen Sinn. DMD Q-Lit hat sich so tief in mich gefressen, dass ich wohl ganz verloren bin.